Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Also, du musst genau hier anfassen. Okay, pass auf. Und dann holst du mit dem Arm kräftig Schwung und machst so. Weg. Und wie dann? Weg. Ja, eben werfen. Du holst Schwung und dann zack. Weg, zack! Aha, hier steckst du also. Mowgli, sieh mal, die Amtara-Ruinen. Dass wir schon so tief im Dschungel... Hey, Mowgli, bleib hier! Weißt du denn nicht, was man sich erzählt? Wer in die Ruinen geht, kommt nie wieder heraus. Bennett Radcliffe. Er hat es gemacht und jetzt spukt sein Geist hier überall herum. Spucken? Nein, spuken. Weißt du, Geister spuken. Das heißt, sie sind durchsichtig und schweben so herum. Geister? Toll! Mowgli, warte! So gruselig sieht es hier gar nicht aus, aber trotzdem, wir sollten umkehren. Was ist nun? Gehen wir wieder zurück? Nein, Mowgli will Geist sehen. Mowgli! Mist. Warum rege ich mich eigentlich so auf? Es gibt keine Geister. Mowgli? Hast du das gehört? Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Mowgli? Indien ist ein Land voller Geheimnisse und Legenden. Man erzählt von einem Jungen, der spurlos im Dschungel verschwand. Er überlebte, aufgezogen von wilden Tieren. Dich. Was machst du hier? Hier ist es gefährlich. Da ist jemand. Da hinten. Wen hast du gesehen? Was ist da? Weiß ich auch nicht genau. Aber es sah aus wie ein Mensch. Oh, das ist der Bleichknochen Radcliffe. Und Sie? Was machen Sie hier? Nun ja, wir sind sogenannte Geisterjäger. Du hast zu Recht Angst. Vermutlich kennst du die Geschichten über Radcliffe. Ich habe nur von so einem Mann gehört. Oh nein, das ist kein Mann. All unsere Geräte weisen starke paranormale Aktivitäten nach. Soll das etwa heißen, er ist ein richtiger Geist? Ich würde so etwas eine zytotransparente Erscheinung nennen, aber die Messwerte sind durchweg alarmierend. Machen Sie sich jetzt auch noch über mich lustig? Guck mal, das ist kein Scherz, kleines Fräulein. Aber es scheint dir ja nichts passiert zu sein, oder hat er dir in die Augen gesehen? Warum? Ich weiß nicht. Vielleicht ja. Oh nein. Hör zu. Du isst jetzt Knoblauch. Und zwar so viel du kannst. Vielleicht hältst die bösen Geister doch noch von dir ab. Muss ich mich beeilen? Beeilen ist gar kein Ausdruck. Hier hätten wir ein Weilchen vom Hals.